But let's start with Matthew 18, 20. Das sind 25 Seiten. Aber lasst uns anfangen mit Matthäus 18. Vers 20. And the Bible says, for where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Und die Bibel sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. You can see that it is not so important how many people are gathered together. Ihr könnt also sehen, es ist nicht so wichtig, wie viele Leute versammelt sind. In order that for Jesus to be among them. Für Jesus ist es nicht so wichtig, damit Jesus unter ihnen ist. The most important is in what name they are gathered together. Das Wichtigste ist, in welchem Namen sie versammelt sind. If we are gathered in his name. Wenn wir versammelt sind in seinem Namen. Not outside his name. Nicht außerhalb seines Namens. So we have to be in him. So müssen wir in ihm sein. And then he is in us. Und dann ist er in uns. And he is among us. Und er ist unter uns. And you know that we abide in him through the word. Und ihr wisst, dass wir in ihm ruhen, in wohnen, in ihm wohnen durch das Wort. Yeah. Bleiben. Dass wir in ihm bleiben. Through the word. Durch das Wort bleiben wir in ihm. So for us the most important thing is that we gather together in him. Also ist es für uns das Wichtigste, dass wir in seinem Namen versammelt sind. Sometimes we can have a big gatherings. Manchmal können wir eine große Versammlung haben. But the gathering can be around the worship. Aber die Versammlung kann sich um den Lobpreis drehen. It can be around the pastor. Es kann eine Versammlung um den Pastor sein. It can be around the doctrine. Es kann um eine Lehre eine Versammlung sein. But the most important is to be gathered in him. Aber das Wichtigste ist, dass wir in ihm versammelt sind. Which is Jesus. Was Jesus, welcher Jesus ist. With him we have everything. Mit ihm haben wir alles. Without him we have nothing. Ohne ihn haben wir nichts. So Jesus emphasizes that we have to gather in his name. Jesus betont es also hier, dass wir in seinem Namen versammelt sein müssen. And then we can read also verse 18 and 19. Dann können wir auch Vers 18 und 19 lesen. He said, verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. So when we are gathered together, we have authority to bind and to loose. Wenn wir also versammelt sind, dann haben wir die Autorität zu binden und zu lösen. Yeah, we can shut and we can open. Wir können the doors. Zuschließen die Türen und die Türen aufschließen. Because God is giving us the keys. Weil Gott uns die Schlüssel gegeben hat. And the keys are authority. Und diese Schlüssel sind Autorität. So even two or three people gathered together can open the spiritual climate. Und auch wenn nur zwei oder drei Leute versammelt sind, dann können sie das Klima und die geistliche Atmosphäre aufschließen. And he said, and again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Und er sagt weiter, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. So you see that here Jesus promises that if two of us pray in unity, they will receive an answer. Ihr seht also, dass Jesus hier verspricht, wenn zwei hier in Einheit beten, dass sie Antwort bekommen werden. But this doesn't mean that we are united together, but this means that we are in unity. Das bedeutet nicht, dass wir versammelt sind, sondern dass wir in Einheit sein müssen. Because today there is a move that wants to unite people, unite churches. Denn heute gibt es eine Bewegung, die Leute versammeln möchte und vereinen möchte. But when it is in the flesh, it doesn't work in the spirit. Aber wenn es im Fleisch ist, dann arbeitet es im Geist nicht. We need unity in the spirit. Wir brauchen die Einheit im Geist. And even two people united
in the spirit, und auch schon wenn zwei Leute im Geist vereint sind, they can receive answers from heaven. Können sie Antwort vom Himmel empfangen. So you see, if we are united in his, gathered in his name, ihr seht also, wenn wir zusammen sind in seinem Namen, we have been promised his presence. Dann ist uns seine Gegenwart verheißen. If we bind or lose, we can do it. Wenn wir binden oder lösen, dann können wir das erreichen. And also, we can receive answers to our prayers. Und wir können auch Antworten für unsere Gebete bekommen. So first his presence. Also erstens ist die Gegenwart wichtig. Then the authority. Seine Gegenwart und dann seine Autorität. And then answered prayer. Und dann beantwortete Gebete. What more do we need? Was brauchen wir mehr? And this is for two or three people und gathered together. Das ist, wenn schon zwei oder drei zusammen versammelt sind. So you see, it is not so much required to have the presence, the authority and the answer prayer. Es ist also nichts wichtiger als wie die Gegenwart, die Autorität und die beantworteten Gebete zu haben. Not so many things are required from us. Es wird nicht so viel von uns erwartet, nicht verlangt. But we need him. Aber wir brauchen ihn. And we need agreement, we need unity among us. Und wir brauchen Einheit unter uns. Then Ecclesiastes 4:9 says. Und dann steht in Prediger. Ja. 4:9. Prediger 4, Vers 9. It says, two are better than one. Zwei sind besser als einer. Because they have good reward for their labor. Weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. And then the next verse says that the threefold cord is not easily broken, huh? No. What does it say? The next verse. Denn wenn sie fallen, so richten sie sich als Gefährten auf. They help to get the if one is falling, they help them up together. Yes. And then the next verse. Also, wer einzelne auch wenn zwei beieinander liegen, warum? The second part of 12. Yeah. Und der zweite Teil von Vers 12. Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. So I have to take this verse also here. Okay. Ich möchte diesen Vers betonen. I have forgotten eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. But you see, ihr seht, if the enemy succeeds to overcome you, wenn der Feind Erfolg hat, uns zu überwältigen, when we are two, wenn wir zwei sind, he cannot overcome us. Dann kann er uns nicht überwältigen. And if we are three, we become even more stronger. Und wenn wir zu dritt sind, dann sind wir noch viel stärker. But here the quality is more important, not the number. Es ist also die Qualität wichtig, nicht die Anzahl. The relationships are more important. Die Beziehungen sind viel wichtiger. Okay, then the Bible says. Dann sagt die Bibel. In Deuteronomy 32:30. In 5. Mose 32:30. It says, how should one chase 1,000 and two put 10,000 to flight, except their rock had sold them and the Lord had shut them up? Wie könnte einer 1,000 jagen und zwei 10,000 in die Flucht schlagen, wenn nicht deshalb, weil ihr Fels sie verkauft und der Herr sie preisgegeben hat? It is Deuteronomy 32:30. Okay. 5. Mose 32, Vers 30. So the Bible says that one can chase 1,000. Die Bibel sagt also, einer vertreibt 1,000. With the Lord. Mit dem Herrn. So with the Lord we are strong. Mit dem Herrn sind wir also stark. But two. Aber zwei. 10,000. Können 10,000 vertreiben. It is not double. Das ist nicht eine Verdoppelung. It is another progression. Das ist ein viel stärkerer Fortschritt. I believe this speaks about spirits. Ich glaube, das spricht über Geister. So we become, when we are two, we become 10 times stronger. Wenn wir also zu zweit sind, dann werden wir 10-fach stärker. If we are three, we become a lot more stronger. Und wenn wir zu dritt sind, werden wir noch viel 1,000-fach But stärker. This is unity in the spirit. Aber es geht um die Einheit im Geist.
We have to see, and I have to write this down here because I didn't write it. Wir müssen das sehen. It is in 1 John. In 1. Johannes. It is in 1 John, chapter 1. Im 1. Johannes, Vers, Kapitel 1. And verse 7. Vers 7. Which I believe is very important. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Yeah. Okay, let me put it here. No, not this. Okay. So you see what the Bible says. Schaut euch an, was die Bibel hier sagt. If we walk in the light. Wenn wir aber im Licht wandeln. As he is in the light. Wie er im Licht ist. We have fellowship one with another. Haben wir Gemeinschaft miteinander. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. The Bible says, if we walk in the light. Die Bibel sagt, wenn wir im Licht wandeln. We, the believers. Wir, die Gläubigen. We can be believers and walk in darkness. Wir können Gläubige sein und in Dunkelheit wandeln. But the Bible says that we have to walk in the light. Aber die Bibel sagt, dass wir im Licht wandeln müssen. This means in the word. Das bedeutet im Wort. Because your word is the light. Denn dein Wort ist das Licht. Jesus said your word is light. Denn Jesus sagt, dein Wort ist Licht. It means that we have to walk in the Spirit of God. Das heißt, dass wir im Geist Gottes wandeln müssen. Because he is the Spirit of light. Denn er ist der Geist des Lichtes. And this means that we have to walk in love. Und das bedeutet, wir müssen in Liebe wandeln. Because who walks in love walks in the light. Denn derjenige, der in Liebe wandelt, der wandelt im Licht. Who hates his brother walks in darkness. Wer seinen Bruder hasst, wandelt in Finsternis. And then it means to walk in light means when you commit sin. Und das bedeutet weiterhin, wenn du Sünde begehst, the sin is darkness. Dann ist die Sünde Finsternis. You have to bring it to the light. Dann musst du diese Sünde zum Licht bringen. To confess it to the Father. Du musst sie dem Vater bekennen. And when you put your sin to the light, und wenn du deine Sünde ans Licht bringst, there is a promise that the blood of Jesus is going to cleanse this. Dann ist eine Verheißung, dass das Blut Jesu diese Sünde bedeckt, reinigt. Reinigt. You can see this later in verse 9. Wir können das dann später in Vers 9 sehen. 9. Yeah. But you see here what the Bible says, that if we walk in the light. Aber ihr seht, was die Bibel hier sagt, wenn du im Licht wandelst. Then we have fellowship one with another. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. This means that we cannot be united if we do not walk in the light. Das bedeutet, dass wir nicht eins sein können, wenn wir nicht im Licht sind. Yeah, you see, if we walk in sin, we cannot have fellowship, real fellowship in God. Wenn wir, ihr seht also, wenn wir in Sünde wandeln, können wir nicht wirkliche Gemeinschaft in Gott haben. If one is walking in darkness, one in light, again there is no fellowship. Wenn einer in der Dunkelheit geht und einer im Licht, da gibt es keine Gemeinschaft. The Bible says that two of us we need to walk in light. Das heißt also, beide von uns müssen im Licht wandeln. Or three of us. Oder drei or von more, uns. Oder mehr. We need to walk in the light. Wir müssen im Licht wandeln. And then we can have fellowship. Und dann können wir Gemeinschaft haben. If we are not in the light. Wenn wir nicht im Licht sind. There is no real unity in the spirit. Dann gibt es keine Einheit im Geist. So this is not mechanical thing. Das ist keine mechanische Sache. This is not formula. Das ist keine formelle Sache. This is something that is life. Das ist etwas, was Leben ist. And if we have fellowship one with another, und wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, then the blood of Jesus Christ cleanses us. Dann reinigt uns das Blut von Jesus Christus. And you see, the church is the body of Christ. Und ihr seht, die Kirche ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Is the body of Christ. Die Gemeinde ist der Leib Christi. And if I cut this finger, und wenn ich den kleinen Finger abschneide, then the blood cannot flow. Dann kann das Blut nicht mehr fließen. And there is no life in the finger. Und in diesem Finger ist kein Leben mehr. That's why
If we have fellowship one with another, wenn wir also Gemeinschaft miteinander haben, we are connected in the spirit, dann sind wir im Geiste verbunden, then the blood of Jesus Christ cleanses us. Und dann reinigt das Blut von Jesus uns. Because the blood comes and cleanses all dirty things. Denn das Blut Jesu kommt und reinigt alle schmutzigen Sachen. And the blood brings oxygen. Und das Blut bringt Sauerstoff. Because every cell of the body needs oxygen. Denn jede Zelle des Körpers braucht Sauerstoff. That's why we need this unity in the spirit. Deswegen brauchen wir diese Einheit im Geist. And walking in light. Und das Wandeln im Licht. Because we as a body of Christ. Wir als Leib Christi. We need the blood of Jesus to flow through us. Brauchen das Blut Jesu, dass es durch uns fließt. Cleanses from all sin. Dass es uns reinigt von jeder Sünde. And bring us oxygen to breathe. Und dass es uns Sauerstoff bringt, damit wir atmen können. This means the spirit. Das bedeutet den Geist. The oxygen is symbol of the spirit. Der Sauerstoff ist das Symbol für den Geist. The body without oxygen will die for about 10 minutes probably. Der Leib ohne Sauerstoff wird wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten sterben. So the church without the Holy Spirit will die. Die Gemeinde ohne den Heiligen Geist wird sterben. That's why it is important for us to walk in the light. Deswegen ist es so wichtig für uns, im Licht zu wandeln. To have real fellowship in the spirit among ourselves. Wirkliche Gemeinschaft im Geist untereinander zu haben. And that the blood of Jesus Christ cleanses us daily. Und dass das Blut Jesu uns täglich reinigt. Amen. Amen. Then we go to Judges 7:2. Dann gehen wir zu Richter 7:2, ja. 7:2. So, and the Lord said unto Richter. Gideon, Richter. Richter 7:2. The Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midians into their hands. Lest Israel wound themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. Und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei mir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. You see, there was a big army against Gideon and his army. Ihr seht also, dass eine große Armee gegen Gideon und seine Armee aufgetreten ist. Tens of thousands, even maybe hundreds of thousands. Zehntausende, wahrscheinlich sogar Hunderttausende. A big army. Eine ganz große Armee. And then the Lord says to Gideon. Dann sagt der Herr zu Gideon. Your army is too big. Deine Armee ist zu groß. To overcome the Midianites. Um die Midianiter zu überwinden. It is strange. Das ist doch komisch. Because we know that in order to overcome we need a big army. Denn wir wissen, um eine Armee zu überwinden, brauchen wir eine große Armee. But the Lord says, not by might, nor by power, but by my spirit. Aber der Herr sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. The Lord doesn't work with numbers. Der Herr arbeitet nicht mit einer Anzahl von Menschen. He needs consecrated people. Er braucht hingegebene Leute. You see, the Lord took 12 disciples. Der Herr hat 12 Apostel genommen. One of them was a devil. Einer war vom Teufel. And then 11 disciples. Und dann waren 11 Jünger. Later he brought another one, Paul. Später hat er noch einen dazugebracht, den Paulus. 12. Wieder 12. And with these 12 he shook the world. Und mit diesen 12 hat er die Welt erschüttert. They were quality people. Das waren Qualitätsleute. So that's why the Lord needs people who really will sacrifice their lives for him. Deswegen braucht der Herr Leute, die ihr Leben wirklich hingeben für den Herrn. He doesn't need abilities. Er braucht nicht Fähigkeiten. He doesn't need intelligence. Er braucht keine Intelligenz. He doesn't need money. Er braucht kein Geld. What he needs, was er braucht, is a empty vessel. Ist ein leeres Gefäß. That says, das sagt, I give my body living sacrifice. Ich gebe meinen Körper als lebendiges Opfer hin. And he in this case the Lord says to Gideon. Und in diesem Fall sagt der Herr zu Gideon, if I give your enemies now, wenn ich euch jetzt die Feinde gebe,
The people of Israel will think that because they are very strong, that's why they have dann werden die Leute sagen, the victory. Dann werden die Leute sagen, weil ihr sehr stark seid, deswegen habt ihr den Sieg. That's why the Lord said, you need just a few people. Deswegen hat der Herr gesagt, ihr braucht nur ein paar Leute. And with these few people, you can overcome the enemy. Und mit diesen paar Leuten werdet ihr den Feind überwinden. And then nobody will think we have taken the victory. Und dann wird keiner denken, ah, wir haben den Sieg errungen. Because it is obvious that it is impossible to have the victory with a few people. Denn es ist ganz offensichtlich, dass man den Sieg nicht mit ein paar Leuten haben kann. Without supernatural help of God. Ohne übernatürliche Hilfe von Gott. That's why the Lord says that His power works in our weakness. Deswegen sagt der Herr, seine Kraft arbeitet in unserer Schwachheit. Sometimes our power doesn't allow His power to work. Manchmal erlaubt unsere Kraft ihm nicht, dass er in uns arbeiten kann. And the Lord says that He gives grace to the humble. Denn der Herr sagt, er gibt Gnade den Demütigen. And He resists the proud. Und er widersteht dem Stolzen. So what is necessary for us to be humble? Was ist also für uns notwendig, um demütig zu sein? And sometimes the fleshly power, und manchmal ist die fleischliche Kraft, brings pride. Die Ursache dafür, dass Stolz kommt. Sometimes the numbers bring pride. Manchmal bringt die Anzahl von Menschen Stolz. But the Lord wants us to be proud with Him. Aber der Herr möchte, dass wir stolz auf ihn sind. And that He will be number one in our lives. Dass er die Nummer eins in unserem Leben ist. And many times we put idols in front of Him. Und oftmals setzen wir Götzen vor ihn hin. An idol is everything that stands before God. Und ein Götze ist alles, was vor Gott hingesetzt ist. If I put God on the second place, wenn ich Gott an die zweite Stelle setze, and I have another thing before him, und ich habe eine andere Sache vor ihm stehen, whatever it is an idol. Was immer es ist ein Götze. And the Lord hates idols. Und Gott hasst Götzen. We may create idols in our hearts. Wir mögen Götzen in unserem Herzen schaffen. We may create idols with our hands. Wir mögen Götzen mit unseren Händen schaffen. But whatever idol is, und was immer wie immer das der Götze ausschaut, it is abomination in the eyes of God. Es ist ein what is this? Ein Greuel. Es ist Gott ein Greuel. Yeah, in the eyes of God. In den Augen Gottes ist das ein Greuel. So you see, the Lord wanted Gideon in Israel not to think, not to put the army into as an idol. Der Herr wollte, dass Gideon die Armee nicht als einen Götzen hochhebt, but to depend completely on the Lord, sondern dass er vollkommen auf den Herrn sich verlässt. Amen. Amen. Then we go to Matthew 16, 18. Dann gehen wir zu Matthäus 16, 18. 18. 16, 18. And Jesus speaks to Peter. Jesus spricht zu Petrus. About the church. Über die Gemeinde. He said, you are Peter. Er sagt, du bist Petrus. Actually, he didn't say, you are Peter. Tatsächlich hat er nicht gesagt, du he bist said, Petrus. He said, you are a stone. Du bist ein Stein. Because Petrus, denn Petrus means stone. Bedeutet Stein. He said, you are Petrus. Er sagte, du bist Petrus. You are a stone. Du bist ein Stein. He said to Peter. Das hat er zu Petrus gesagt. And then he said, and upon this rock. Und dann sagt er, und auf diesem Felsen. Upon this Petra. Und auf diesem Petra. And Petra means great rock. Und Petra bedeutet ein großer Felsen. You see, here, this is one verse that the Catholic Church has taken. Das ist ein Vers, den die katholische Kirche genommen hat. And established the doctrine. Und hat eine Lehre darauf aufgebaut. But one very important thing is. Aber eine wichtige Sache dabei ist. That we have never to make a doctrine of one verse. Dass wir nie aus einem Vers eine Lehre aufbauen dürfen. That's why the Bible says we have to have two or three witnesses. Deswegen sagt die Bibel, wir brauchen für alles zwei oder drei Zeugen. So here. The Bible says you are a stone. Hier sagt die Bibel, du bist ein Stein. And upon this rock. Und auf diesem Felsen.
which is Jesus, was Jesus ist, I will build my church. Ich werde meine Kirche aufbauen, and the auf meine Gemeinde aufbauen. And the gates of hell shall not prevail against it. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. And you see that the Lord is the rock. We have a lot of proofs in the Bible. Ihr seht, dass der Herr der Felsen ist. Dafür haben wir viele Beweise in der Bibel. You can go to the book of Psalms. Ihr könnt zu den Psalmen gehen. For example, Psalm 18. Zum Beispiel 18. Psalm 18. And many others. Und viele andere Psalmen. And you can read. Und ihr könnt lesen. The Lord is my rock. Der Herr ist mein Fels. The Lord is my rock. Der Herr ist mein Fels. You will never read the Peter is my rock. Ihr werdet nirgendwo lesen, Petrus ist mein Felsen. You always read, the Lord is my rock. Ihr werdet immer lesen, der Herr ist mein Felsen. That's why we have to establish the doctrines when we have a lot of proofs. Deswegen können wir erst eine Lehre aufbauen, wenn wir viele Bestätigungen dafür haben. And Jesus said, not only he said, I am the rock. Und er sagte, ich bin der Fels. But he said, I will build my church. Und er sagte noch dazu, und ich werde meine Gemeinde bauen. So I am the foundation of the church. Ich bin also das Fundament der Gemeinde. And I will build my church. Und ich werde meine Gemeinde bauen. Not the pastor. Nicht der Pastor. Not even the apostle. Auch nicht die Apostel. Apostle Peter said. Der Apostel Petrus hat gesagt. He said, I have digged. Ich habe gegraben. And Paulus had watered. Und Paulus hat bewässert. But the Lord makes it to grow. Aber der Herr hat das Wachstum geschenkt. And who is most important? Und wer ist der Wichtigste dabei? The one who sows. Derjenige, der sät. The one who waters. Derjenige, der bewässert. Or the Lord who gives growth. Oder der Herr, der das Wachstum gibt. So this is the most important work. Das ist also das wichtigste Werk. Of course the Lord needs workers. Natürlich braucht der Herr Arbeiter. But the workers are not the important part. Aber die Arbeiter sind nicht der wichtigste Teil. We say in our language, the horse has to be before the cart. Wir sagen in unserer Sprache, dass das Pferd muss vor den Karren gespannt sein. Not behind it. Nicht hinter den Karren. So the Lord has to be on the first place. Also muss der Herr an der ersten Stelle sein. Sometimes the ministers will lift them so high that we forget about the Lord. Manchmal stellen sich die Diener so hoch in die vor die Gemeinde, dass wir den Herrn vergessen. Yeah, we have to honor. Ja, wir müssen sie ehren. But we have to believe in the Lord. Aber wir müssen an den Herrn glauben. And to worship only the Lord. Und nur den Herrn anbeten. So he said, I will build my church. Er sagt also, ich werde meine Gemeinde bauen. And the gates of hell shall not prevail against. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. So the promise is, if the church is founded on the rock Jesus Christ. Die Aussage ist also, wenn die Gemeinde auf dem Fundament Jesus Christus aufgebaut ist. If Jesus Christ is building the church. Wenn Jesus die Gemeinde baut. The devil will not be able to overcome it. Wird der Teufel nicht fähig sein, sie zu überwältigen. So this is the important part. Das ist der wichtige Teil dabei. And it is confirmed in 1 Corinthians 3:11. Und es ist bestätigt in 1. Korinther 3:11, where Paul says, wo Paulus sagt, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Here clearly Paul says that the foundation is Jesus Christ. Hier sagt Paulus ganz klar, dass das Fundament Jesus Christus ist. And then we go to Ephesians 2:20. Und dann gehen wir zu Epheser 2:20. And it says, hier steht geschrieben, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. So here we can see two most important ministries in the church, the ministry of the apostle and the prophet. Hier können wir die zwei wichtigsten Dienste in der Gemeinde sehen, die Apostel und die Propheten. You know the fivefold ministry. Ihr kennt den fünffältigen Dienst. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Apostel, Prophet, Evangelist, Pastor und Lehrer. Yeah, this is the fivefold ministry. Das ist der fünffältige Dienst.
And the Lord uses this ministry, und der Herr verwendet diesen Dienst, to train the church, um die Gemeinde zu trainieren, to bring it into maturity, damit sie in die Reife kommt, and to activate it, und um sie zu aktivieren. Because you see one body, ihr seht also ein Leib, you see that every part is working. Das, es muss im Körper jeder Teil arbeiten. If some parts are not working, then the body is paralyzed. Wenn einige Körperteile nicht arbeiten, dann hat er eine Lähmung. So today we have churches where some of the parts are paralyzed. Und heute haben wir Gemeinden, wo einige Körperteile, einige Teile gelähmt sind. Because these parts of the body, they are waiting for the fivefold ministry to do the work of the ministry. Weil diese Teile am Körper, am Leib, darauf warten, bis jemand kommt und diesen Dienst tut. The fivefold ministry. Das ist der fünffältige Dienst. Das Werk des Dienstes tut. But actually the fivefold ministry is not to do the work. Aber der fünffältige Dienst ist nicht dazu da, um das, die Arbeit zu tun. The fivefold ministry is to prepare the body to do the ministry. Der fünffältige Dienst ist dazu da, um die Gemeinde zuzurüsten, um den Dienst zu tun. That's why the body, it has to be the body ministry. Deswegen muss es ein Dienst des Leibes sein. Not ministry of the fivefold ministry. Nicht der Dienst des fünffältigen Dienstes. So, what the apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher are doing? Was der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer tun? They're preparing the body to do the work of the ministry. Sie bereiten die Gemeinde vor, um den Dienst tun zu können. Because the Bible says that all of us, we are priests. Denn die Bibel sagt, jeder von uns ist ein Priester. We are royal priesthood. Wir sind ein königliche Priesterschaft. And we can enter into the Holy of Holies through the blood of Jesus. Und wir können das Allerheiligste durch das Blut Jesu eintreten. The veil is broken. Der Vorhang ist zerrissen. So the entrance is free. Der Eingang ist also frei. And all of us, we enter through the body of Christ. Und alle von uns gehen wir enter into the Holy of Holies through the body and blood of Christ. Through the blood of Christ. Und alle können wir durch das Blut von Jesus Christus in dieses Allerheiligste hineingehen. But here again the most important is. Aber hier das Wichtigste dabei ist. The cornerstone is Jesus Christ. Der Eckstein ist Jesus Christus. He is the foundation. Er ist das Fundament. And why apostles and prophets are in the foundation? Und warum sind die Apostel und die Propheten im Fundament? Number one, we have to recognize. Nummer eins müssen wir erkennen, that the apostles and prophets speak about the Old and New Testament. Dass die Apostel und die Propheten über New Testament. Old and New. Dass sie über das Alte und über das Neue Testament sprechen. You see, in the Old Testament, God spoke through prophets. Im Alten Testament hat Gott durch Propheten gesprochen. And he gave the scriptures through prophets. Und er hat die Schriftstellen durch die Propheten gegeben. And in the New Testament he gave it mainly through apostles. Und im Neuen Testament hat er sie hauptsächlich durch Apostel gegeben. And we have to understand that the scriptures are the foundation for the church. Und wir müssen verstehen, dass die Schrift das Fundament für die Gemeinde ist. Legal authority. Gesetzliche Autorität. So they're more important than anybody. Denn das ist das viel wichtiger als alles andere. Jesus Christ, every step he made. Jesus Christus, jeden Schritt, den er getan hat. He proved it with the scriptures. Hat geprüft seinen Schritt an der Schrift. And everything he did. Und alles, was er getan hat. He did to fulfill the scriptures. Hat er getan, um die Schrift zu erfüllen. This has to be number one. Das muss die Nummer eins sein. So the scriptures are foundation for the church. Die Schrift ist also das Fundament für die Gemeinde. Number two. Die Nummer zwei. We see that the ministry of the apostle and prophet didn't finish with the death of the apostles. Wir sehen, dass der Dienst der Apostel und der Propheten nicht aufgehört hat mit dem, dass die Apostel und die Propheten gestorben sind. It is like if the president of Austria dies. Das wäre genau das Gleiche, wenn der Präsident von Österreich stirbt. We are not going to say, okay, it is finished, no more presidents. Dann sagen wir, oh ja, jetzt ist es vorbei, es gibt keine Präsidenten mehr. You know, another president is going to come. Nein, da kommt ein neuer Präsident. So,
Until the coming of Christ, these ministries are going to be needed. Und bis Jesus wiederkommt, sind diese Dienste gebraucht. Because the ministry of the apostle and prophet, denn der Dienst der Apostel und der Propheten, is like heavy artillery in the army. Wie die schwere Artillerie in der Armee. So they go and make a way where there is no way. Sie gehen und machen einen Weg, wo es keinen Weg noch gibt. They have great spiritual power. Sie haben große geistliche Kraft. To break stones. Um Steine zu zerbrechen, Felsen zu zerbrechen. To make a way. Um einen Weg zu bereiten. If you send a teacher in a heavy place. Wenn du einen Lehrer in einen schweren Ort schickst. He will teach the word, dann wird er das Wort lernen. And nobody will understand anything. Und niemand wird ihn verstehen. Because he has not broken the spiritual atmosphere. Weil er die geistliche Atmosphäre nicht durchbrechen hat. You send a pastor to start a church. Wenn du einen Pastor schickst, um eine Gemeinde zu starten, he will try to start it. Dann wird er versuchen, sie zu starten. But you see, something will not work. Aber ihr seht, irgendetwas wird nicht funktionieren. So that's why for the foundation of the church. Deswegen braucht es für das Fundament einer Gemeinde a strong ministry is necessary. Einen starken Dienst. And you can see in 2 Corinthians 12:12. Und in 2. Korinther 12:12 Apostle Paul says, sagt der Apostel Paulus, he speaks about the signs of the apostle. Er spricht über Zeichen der Apostel. And he said what the apostle is. Er sagt, was ein Apostel ist. 12:12, okay? Mm-hmm. Yeah. He says truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs, wonders and mighty deeds. Und es steht hier, die Zeichen der Apostel sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. These words here, patience, dieses Wort hier, Ausharren, I don't know what is in German, this. Ausharren, Geduld, patience, Ausharren, okay. Because I believe this word also means, das Wort, glaube ich, bedeutet auch, that these signs, wonders and mighty deeds were not from time to time, dass diese Zeichen, Wunder und Machttaten nicht von Zeit zu Zeit geschehen sind, but his ministry was accompanied with great power of God, sondern dass sein Dienst in Verbindung stand mit großer Kraft von Gott. So when he goes, you can read in the book of Acts. So wenn der Apostel geht, dann kannst du in der Apostelgeschichte lesen. You can see Apostle Paul going to the Isle of Cyprus. Ihr könnt sehen, wie der Paulus zu der Insel von Zypern geht. And then there is a magician there. Und da ist ein Magier dort. And he didn't say to him, Jesus loves you. Und er hat nicht gesagt, Jesus liebt dich. He said, oh, full of all unrighteousness, you son of the devil. Er hat gesagt, du voll Unrecht, du Sohn des Teufels. You're not going to see for a time the sun. Du wirst eine Zeit lang nicht mehr sehen. And then he started to look for, you know, for somebody to help him. Dann hat er ausgeschaut, ob ihm jemand helfen kann. So Paul was not afraid of the magician. Paulus hat sich also nicht gefürchtet vor diesem Magier. But the magician was afraid of him. Aber der Magier hat sich letztlich gefürchtet vor ihm. And until Paul was there, the magician couldn't see. Und solange der Paulus dort war, konnte der Magier nicht sehen. Because when the presence of God comes, the presence of the devil is blinded. Denn wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann ist die Gegenwart des Teufels geblendet. But when he was gone, und als er wieder gegangen ist, he left him to see. Hat er ihn wieder zurückgelassen, er konnte sehen. But the boss of the ruler of this isle, aber der Herrscher dieser Insel, he believed. Er glaubte. Because he was amazed of the doctrine of God. Denn er war erstaunt über die Lehre von Gott. I think many will believe in Innsbruck if they see such things happening. Ich glaube, in Innsbruck würden auch viele zum Glauben kommen, wenn sie solche Dinge geschehen sehen würden. So you see, this is the apostle. Das ist der Apostel. The whole isle was turned. Die ganze Insel wurde umgedreht. So where he goes, everywhere something strong is happening. Wo der Apostel hingeht, wird immer etwas Starkes passieren. Of course he was in prison also many times. Er war auch einige Male im Gefängnis. But the word of God cannot be bound. Aber das Wort Gottes kann nicht gebunden werden.
So you see also the prophet. Ihr seht also auch der Prophet. When the prophet prophesies. Wenn der Prophet prophezeit. When the word of God is released. Wenn das Wort Gottes freigesetzt wird. It will happen. Dann passiert es. And this is dangerous. Und das ist gefährlich. Because when the word of God comes. Denn wenn das Wort Gottes kommt. Then the works of the devil are broken. Dann sind die Werke des Teufels zerbrochen. And in order to plant something from God. Und damit du etwas pflanzen kannst von gemäß Gott. You have to uproot the works of the devil. Musst du die Wurzeln des Teufels ausreißen. I will bring you to Jeremiah. Ich bringe euch zu Jeremia. Es ist Jeremiah chapter 1 and verse 10. Jeremia Kapitel 1 Vers 10. And God speaks to Jeremiah. Und Gott spricht zu Jeremia. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms. Siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche bestellt. So he gives him authority. Er gibt ihm also Autorität. To the prophet. Dem Propheten. Over nations. Über Nationen. And over kingdoms. Und über Königreiche. Kingdom speaks about the kingdom of the enemy. Königreich spricht über das Königreich des Feindes. So he gives him authority over people and over spirits. Er gibt ihm also Autorität über Menschen und über Geister. And then he said, dann sagt er, what authority? Welche Autorität? To root out, um auszureißen, to pull down, um niederzureißen, to destroy, zugrunde zu richten, to throw down, und abzubrechen. These are four destructive actions. Das sind vier zerstörerische Tätigkeiten. Because when the devil has planted something, denn wenn der Teufel etwas gepflanzt hat, in order to plant, you have first to uproot it. Damit du etwas Neues pflanzen kannst, musst du zuerst die alten Wurzeln ausreißen. So you see, the prophetic word of God really destroys the works of the devil. Ihr seht also, das prophetische Werk Gottes zerstört die Werke des Teufels. And then, und dann, to build and to plant. Zu bauen und zu pflanzen. Only two positive actions. Nur zwei positive Handlungen. So most of the work is destructive. Das meiste Werk ist ein zerstörerisches. That's why the Bible says in 1 John 3:8. Deswegen sagt die Bibel in 1. Johannes 3:8. For this purpose was the Son of God revealed. Zu diesem Zweck ist der Sohn Gottes offenbart worden. That he might destroy the works of the devil. Um die Werke des Teufels zu zerstören. So all the time he was destroying. Er war also immer am Zerstören. He is destructor. Er ist der Zerstörer. I like this. Ich liebe das. So when you have services, wenn du also einen Dienst hast, where there is demonic presence, wo dämonische Gegenwart ist, and curses are destroyed, und Flüche zerstört werden, and evil spirits are gone, und böse Geister gehen müssen, and sickness is gone, und Krankheit geht, and the people say, what's happening here? Dann sagen die Leute, was passiert hier? We think we came to a holy place. Wir dachten, wir kamen an einen heiligen Ort. We think that we are going to have peace. Wir dachten, dass wir einen Frieden haben. But they don't understand that they cannot receive until these things are broken. Aber sie verstehen nicht, dass sie erst empfangen können, wenn Dinge zerbrochen sind. So this is the work of the apostle and the prophet. Das ist also die Arbeit der Apostel und der Propheten. A lot of destruction. Viel Zerstörung. But destruction of the works of the enemy. Aber die Zerstörung der Werke des Teufels. But building the people of God and building the church. Aber die Leute aufzubauen und die Gemeinde aufzubauen. Amen. Amen. And then the Bible says in 1 Peter 2:5. Und dann sagt die Bibel in 1. Petrus 2:5. You also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. So you see that we are lively stones. Ihr seht also, dass wir lebendige Steine sind. Every one of you. Jeder von euch. You are stones that the Lord uses to build his house. Ihr seid Steine, die der Herr dazu gebraucht, um sein Haus aufzubauen. We can see some cathedrals very beautiful. Wir können einige schöne, wunderbare Kathedralen sehen. But the Lord doesn't live inside. Aber der Herr lebt dort drinnen nicht. Because they are too small for him. Denn sie sind zu klein für ihn.
The whole world cannot contain him. Die ganze Welt kann ihn nicht erfassen. And how can he enter inside? Wie kann er also in so eine Kirche hineingehen? And he doesn't live in a buildings made by hands. Er lebt auch nicht in, er lebt also nicht in Gebäuden, die von Händen gemacht sind. So he lives in his church. Er lebt in seiner Gemeinde. And we are the stones. Und wir sind die Steine, that he uses for building the church. Die er dazu gebraucht, um sein Haus zu bauen. This means that, for example, now. Das bedeutet, dass wir jetzt. We are the church. Jetzt die Gemeinde sind. That is in your house. Die in deinem Haus ist. And then we are the church in another house. Und dann sind wir die Gemeinde in einem anderen Haus. Or we are the church in another building. Oder wir sind die Gemeinde in einem anderen Gebäude. In Gehörlosenheim, for example. Zum Beispiel. So you see that we are the stones and we are the house of God. Wir, ihr seht also, wir sind die Steine und wir sind das Haus Gottes. And he builds his church. Und er baut seine Gemeinde. He builds you. Er baut dich. Us. Uns. Together. Zusammen. A spiritual house. Als ein geistliches Haus. We are a spiritual house. Wir sind ein geistliches Haus. And then we are also the holy priesthood. Und dann sind wir auch eine heilige Priesterschaft. So we are the house. Wir sind also das Haus. And then we are the priests. Und dann sind wir die Priester. And we offer spiritual sacrifices. Und wir opfern geistliche Opfer. We offer worship. Wir opfern Lobpreis. We offer prayer. Wir opfern Gebet. So you see that these are, of course, other sacrifices. Es gibt auch noch andere Opfer. But we are the ministers, the priesthood that offer sacrifices. Aber wir sind die Priesterschaft, die die Opfer, die Schlachtopfer bringt, die geistlichen. Acceptable to God. Die Gott annehmbar sind. But only by Jesus Christ. Aber nur durch Jesus Christus. Amen. Amen. And then I want to read from. This will be the end for today. Das wird das Ende jetzt für heute sein. Lese ich euch noch eine Schriftstelle. This is Lukas, Luke chapter 5. Lukas Kapitel 5. Verses 36 to 39. 36 bis 39. And he spake also a parable unto them. No man putteth a piece of a new garment upon old, if otherwise then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new agreed not with the old. Er sagt aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Gewand und setzt ihn auf ein altes Gewand. Sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. And no man putteth new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottles and be spilled, and the bottles shall perish. But new wine must be put into new bottles, and both are preserved. No man also having drunk old wine straightway desireth new, for he said, the old is better. It is chapter 5, Kapitel 5, 36 bis 39. Show the sister Kapitel 5, verse 36. She's at Kapitel 4. 36 bis 39. Yeah. On the other side. Yeah. Yeah, okay. So, und jetzt sind wir bei Vers 37. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen. Und er selbst wird verschüttet werden, und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und niemand will, wenn er alten Wein getrunken hat, neuen, denn er spricht, der alte ist milde. You see, the wine speaks about life. Ihr seht, der Wein spricht über Leben. And speaks about spirit. Und er spricht über Geist. Number one, Jesus speaks about the new creation. Nummer 1 spricht Jesus über die neue Schöpfung. That nobody can be filled with the Holy Spirit except first becomes a new creation. Es Jesus kann Christ. Niemand mit dem Heiligen Geist gefüllt werden, bevor er nicht eine neue Schöpfung wird. Like Jesus
had to be born first. Wie Jesus zuerst geboren werden musste. And then at River Jordan he was filled with the Holy Spirit. Und dann am Jordan wurde er gefüllt mit dem Heiligen Geist. The same everybody in the church has to be born again. Dasselbe in der Gemeinde. Jeder muss zuerst von neuem geboren werden. New wine skins. Ein neuer Weinschlauch. And then the Holy Spirit comes, the new wine. Und dann kommt der Heilige Geist als neuer Wein. But here also we can see the church. Aber hier können wir auch die Gemeinde sehen. If we want the new wine, wenn wir den neuen Wein wollen, if we want the Holy Spirit, wenn wir den Heiligen Geist wollen, if we want the new life of God, wenn wir das neue Leben von Gott wollen, first we have to prepare the new bottles. Müssen wir zuerst die neuen Gefäße bereiten. Because if the Lord pours down the new life and we don't have the structure, denn wenn Gott den neuen Wein hineingießt in das Gefäß hineingießt und wir haben die richtige Struktur noch nicht, then everything will be lost. Dann wird alles verloren gehen. That's why the Lord wants the right structure in the church. Deswegen möchte der Herr die richtige Struktur in der Gemeinde haben. That will protect everything the Lord is going to give us. Dass alles beschützt wird, was der Herr uns gegeben hat. Because what God gives us is precious. Denn das, was Gott uns gibt, ist wertvoll. So I'm going to stop here. Ich werde jetzt hier aufhören. And probably another day I will continue. Und wahrscheinlich, vielleicht werde ich weiterführen. Yeah, because I believe this is very important subject. Denn ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. And it is on my heart. Und es ist auf meinem Herzen. So, thank you very much. Danke euch also sehr. And praise the Lord. Und preist den Herrn.